بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Es ist schon wieder zur späten Stunde. Like den Beitrag, teilt den Beitrag, damit wir viele erreichen. Heute geht es um ein Argument, was viele benutzen, um sich nicht mit dem Islam oder nicht mit Religion im Allgemeinen beschäftigen zu müssen. Und deswegen ist es schön, wenn man dafür einige Argumente hat, wenn man mit Leuten diskutiert. Das Thema ist, sind alle Religionen falsch, weil jede Religion behauptet, richtig zu sein? Sind alle Religionen falsch, weil jede Religion behauptet, richtig zu sein? Es kommt des Öfteren vor, ich habe es schon des Öfteren gelesen, schon des Öfteren gehört, dass man zum Beispiel sagt, der Islam ist die wahre Religion Gottes, die einzig wahre Religion. Und dann kommt dann jemand und sagt mit voller Arroganz, das sagen alle, das sagen doch alle, sagen alle Religionen sind gleich. Und er nimmt dieses Argument, weil alle Religionen, also was heißt Argument, es ist eigentlich der pure Quatsch. Ja? Weil alle Religionen von sich behaupten, der richtige Weg zu sein, das nimmt er als Argument dafür, sich nicht mit dem Islam beschäftigen zu müssen, sich nicht mit der Religion beschäftigen zu müssen. Und das ist im Allgemeinen etwas, was wir gerade bei den Atheisten sehr häufig sehen. Die Leute, die behaupten nicht an Gott zu sein, dass sie die größte Arroganz vorweisen überhaupt. Weil sie für ihre Sache keinerlei Beweise haben. Null. Es gibt keinen einzigen Beweis für den Atheismus. Absolut nicht. Man kann tausende, Millionen Beweise für den Theismus bringen. Man kann dagegen argumentieren, aber man kann keinen Beweis für Atheismus bringen. Es wird niemals jemand beweisen können, dass es keinen Gott gibt. Man kann aber Beweise vorbringen, dass es Gott gibt. Ob man diese Beweise akzeptiert, ist die andere Sache. Aber es gibt kein Argument. Es gibt keinen Beweis. Es wird dann oft argumentiert wie, ja, wenn es Gott gibt, warum passieren dann so viele schlechte Dinge? Ich habe da einen Vortrag darüber gemacht. Warum lässt Gott Leid zu? Aber um das kurz zusammenzufassen, das Vorkommen von Katastrophen, Ungerechtigkeiten etc. ist in sich selber kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Das ist ein Beweis dafür, dass du eine Vorstellung von Gott hast, die nicht mit der Realität zusammenpasst, dass es schlechte Dinge gibt. Du stellst dir vor, wenn es Gott gibt, kann es ja keine schlechten Dinge geben. Okay, das ist deine Vorstellung, hat aber gar nichts mit der Existenz Gottes zu tun. Was antworten wir auf jemanden, der sagt, er beschäftigt sich nicht mit der Religion, behaupten ja sowieso alle, dass sie richtig sind? Wir sagen erstmal rein mathematisch, wenn jeder behauptet, richtig zu liegen, bedeutet es nicht, dass jeder falsch liegt. Denn er will ja damit sagen, alle Religionen sind falsch, weil alle behaupten, dass sie richtig liegen. Und sie widersprechen ja anderen Religionen. Das ist völliger Blödsinn. Wenn ein Klassenlehrer eine Arbeit macht, eine Mathematikarbeit, und er hat dort eine besonders schwierige Aufgabe, und jeder Schüler, wir haben jetzt 20 Schüler in der Klasse, und jeder Schüler hat eine andere Lösung, heißt das dann, dass die alle falsch liegen? Natürlich, wenn die Lösungen sich widersprechen, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder alle liegen falsch, oder einer liegt richtig. So. Das ist bei einer Klassenarbeit. Das ist bei einer Klassenarbeit. Aber wie ist es bei einer Religion? Hier geht es ja nicht nur um eine Klassenarbeit, hier geht es um etwas viel Wichtiges, hier geht es um das Jenseits. Anderes Beispiel. Stell dir mal vor, jemand, du hast eine Beschwerde. Und du gehst zu 10 verschiedenen Ärzten. Der eine Arzt sagt dir, das ist Krebs, was du hast. Der andere sagt dir, das ist Tuberkulose. Der nächste sagt dir, das ist eine Zyste. Und die kann schlimm werden. Der nächste sagt dir dies. Jeder sagt dir eine andere Krankheit. Und ein Arzt sagt,
Ja, ein Arzt sagt, ist nichts Schlimmes. Würdest du dann einfach sagen, ja, okay, der eine Arzt sagt, ist nichts Schlimmes? Einfach so, ohne irgendwelche Indizien ihm folgen? Wobei es andere gibt, die sagen, du hast eine tödliche Krankheit. Der eine sagt, diese tödliche Krankheit, Krebs, der andere sagt, Tuberkulose, der nächste sagt dieses, der nächste sagt jenes. Nein, du würdest nachforschen, du würdest schauen, welcher Arzt recht hat, weil es ja um dein Leben geht, weil es ja um deine Gesundheit geht. Aber wie ist es dann erst mit der wahren Religion? Da muss man sich erst recht mit beschäftigen. Okay, ich lebe hier auf diesem Planeten. Ich sehe um mich herum verschiedene Religionen. Also muss ich mich damit beschäftigen, welche Religion richtig ist. Und ich habe darüber einen Vortrag gemacht, den empfehle ich jedem anzuschauen, sowohl Muslim als auch Nicht-Muslim. Den könnt ihr auf YouTube finden. Pierre Vogel, wie findet man den wahren Weg zu Gott? Aber hier gebe ich einen Ratschlag. Wenn jede Religion behauptet, für jeden Menschen zu jeder Zeit der einzig wahre Weg zu sein, da muss die Religion, die wahre Religion ist, dann muss sie eine Eigenschaft haben. Nämlich, sie muss zu jeder Zeit, was ist denn jetzt los? Sie muss zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jeden Menschen zugänglich sein. Beziehungsweise es muss zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jeden Menschen eine Möglichkeit geben, ins Paradies kommen zu können. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jeden Menschen muss es eine Möglichkeit geben, dem Höllenfeuer zu entkommen und die ewige Glückseligkeit erreichen zu können. Eine Religion, die das zum Beispiel nicht gibt, ist das Christentum. Das Christentum hat keine Antwort in der Bibel, wie Menschen in das Paradies kommen, die nie etwas von Jesus gehört haben. Rein historisch ist es ganz klar, dass die Juden über Jahrtausende nie geglaubt haben, dass Gott als Mensch auf die Welt kommen wird und für ihre Sünden sterben wird. Nie. Es gibt nicht einen einzigen Beweis dafür. Man kommt dann mit mehrdeutigen Versen, man sucht schon in der ganzen Bibel etwas raus und findet dann in Jesaja einen Vers, den man tausendfach interpretieren kann. Aber selbst Jesaja, wann kam Jesaja? Wie viele Jahrhunderte nach Moses kam der? Das heißt, die ganzen Jahre. Und Moses, wer kam davor? Abraham. Das heißt, die ganzen Jahre sind die Menschen im Dunkeln gelassen, weil sie glauben, laut Römerbrief 5 vom Apostel Paulus, dass jeder Mensch mit der Erbsünde auf die Welt gekommen ist. Und laut Römerbrief 6, dass der einzige Weg ins Paradies kommen zu können ist, dass man daran glaubt, dass Gott als Mensch, Jesus, der Messias, auf die Welt gekommen ist und für die seine Sünden gestorben ist, dass man diesen Opfertod annimmt. So. Wie will jemand ins Paradies kommen, der nicht irgendwelche Theorien, nicht irgendwelche Einfälle, wie will jemand ins Paradies kommen, der nie etwas von Jesus gehört hat oder hören konnte? Er ist mit der Erbsünde geboren worden. Ja. Hier. Er stammt ja von Adam ab, Römerbrief 5, und es gibt nur einen Weg, um ins Paradies zu kommen. In die Hölle. Was ist mit kleinen Kindern, die sterben? Konzil von Karthago hat die Kirche damals schon gesagt, gehen in die Hölle. Deswegen finden wir heute in katholischen Krankenhäusern die Nottaufe. Und die Katholiken sind weniger doof, als die Protestanten es oft versuchen zu vermitteln. Auf jeden Fall, der Islam hat eine Antwort dafür. Nämlich, dass jeder Prophet, alle Propheten vom selben allmächtigen Gott mit derselben prinzipiellen Botschaft gekommen sind. Nämlich, dient Gott alleine und unterlasst die Anbetung der falschen Götter. Wo steht das? Sure 16, Vers 36.
Dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ تَغُوتٍ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte entsandt, dass sie den Menschen lehren, dient den einem wahren Gott und vermeidet die Anbetung der falschen Götter. Das heißt, wer seinem entsprechenden Propheten vor Mohammed gefolgt ist, kommt ins Paradies. Dazu sagte der Prophet alaihi salatu wassalam, bei einem anderen Vers im Koran, Man kana ala dini Isa fu al khair, wa man sami' bi al yawm, wa lam yu'min bi ladhi ursiltu bi, faqad halak. Wer auf der Religion von Isa war, der ist auf dem Guten. Aber wer heute von mir hört und seinen Glauben nicht in dem bestätigt, womit ich gekommen bin, der ist zerstört. Dann sagt Allah über diejenigen, die die Botschaft nicht bekommen haben, in Sure 17, Vers 15, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht eher bestraft, bis wir einen Gesandten erweckt haben. Das heißt, wenn jemand sogar heute noch lebt und er hat die Botschaft nicht erhalten, wird er eine Probe am jüngsten Tag bekommen. Das heißt, es gibt zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jeden Menschen, selbst wenn er nie was vom Propheten Mohammed gehört hat, die Möglichkeit, ins Paradies zu kommen. Und Islam bedeutet sich Gott ergeben. Die linguistische Bedeutung ist sich ergeben. Man ergibt sich wem? Dem allmächtigen Gott. Das heißt, wenn irgendwo jemand gelebt hat, der nach seinem Propheten gehandelt hat, sich beispielsweise der unverfälschten Botschaft eines Propheten ergeben hat, dann ist was? Dann ist er laut diesem Verständnis ein Muslim, ein Ergebener, einer, der sich Gott ergibt. Was ist nun, wenn jemand da ist, der die Botschaft etwas verfälscht bekommen hat, etwas verfälscht, aber der Botschaft gefolgt ist, ohne Schirk dabei zu machen? Weil da kommen dann manche mit, ja, was ist denn mit denen, die an den Kreuztod geglaubt haben? Der Kreuztod an sich, ja, weil das verfälscht wurde und verbreitet wurde. Was ist, wenn jemand daran geglaubt hat? Kreuztod an sich führt einen Menschen nicht dazu zu glauben, dass Jesus Gott ist. Das heißt, wenn es jemanden gibt, dem wurde nicht gesagt, hör mal, der Jesus, Isa, a.s., der ist gar nicht am Kreuz gestorben, der hat nur diese Botschaft mitbekommen, dass der am Kreuz gestorben ist. Ja, was ist dann? Allahumma la tu'akhidhna inna sina wa akhtana, o Allah, bestraf uns nicht. Für was? Wenn wir vergessen haben oder unbeabsichtigte Fehler gemacht haben. So, aber der Kreuztod an sich führt keinen normal denkenden Menschen dazu, dass derjenige, der am Kreuz gestorben ist, Gott ist oder der Sohn Gottes oder für die Sünden der Menschen gestorben ist. Das ist etwas, was der fitrer natürlichen Veranlagung des Menschen widerspricht. Und deswegen haben wir auch immer wieder die Diskussion mit Muslimen, mit Nicht-Muslimen in Deutschland. Wir sagen denen, Jesus ist laut eurer Religion Gott. Dann sagen die beschimpfen uns. Was lügt ihr über unsere Religion? Ja, bitteschön, geh in die Kirche, frag nach. Gib mal im Internet, auf Wikipedia oder was weiß ich, wo Trinität ein. Und dann wirst du es sehen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mache. Das heißt, glaubst du, dass er Gott ist? Nein. Wie, glaubst du nicht? Dann bist du kein Christ. Doch. Du bist im katholischen Katechismus steht, im kleinen katholischen Katechismus steht, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. So. Das hast du nicht verstanden? Komisch. Du bist zur Konfirmation, zur Kommunion, zur Firmung, bist jahrelang in den Religionsunterricht in der Schule gegangen, hast das nicht verstanden? Dann ist etwas bei dir falsch oder an der Botschaft falsch. Du musst dich selber fragen. Aber die Sache ist, dass das meistens nicht betont wird, weil man weiß, dass dies dem gesunden Menschenverstand widerspricht. Und hier will ich etwas zu sagen. Es ist ein Unterschied, ob ich sage etwas. Weil wenn man keine Argumente hat, dann sagt man nur popalapap, hohohoho. Genau wie diese Leute, die keine Argumente haben. Die sagen, wir sagen doch alle Religionen, dass sie richtig sind. Mehr geht nicht. Ja, natürlich, wenn jemand die Botschaft nicht bekommen hat, wenn wir sagen, wenn Allah im Koran sagt, Bruder,
وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ الرَّسُولَ. Ja? Wir haben nicht eher bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das heißt, wenn jemand die Botschaft nicht durch einen Gesandten bekommen hat, wenn jemand die Botschaft nicht bekommen hat durch einen Gesandten, direkt oder indirekt, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, ja, natürlich hat er dann noch eine Chance. Selbstverständlich. Ich kann leider das nicht alles genau öffnen. Das ist ganz klar und deutlich. So. Weil dann ja argumentiert wird, ja, das wurde überall verbreitet und es gab gar keine andere Information. So. Aber natürlich, wer die Wahrheit hört, muss an die Wahrheit glauben. Wer die Hujja bekommt, muss an die Hujja glauben. Ja, auf jeden Fall. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, manchmal bringen mich die Fragen raus, dann bin ich vom Thema abgekommen. Auf jeden Fall. Das dazu. Das heißt, der Islam ist die einzige Religion, die für jeden Mensch zu jeder Zeit, an jedem Ort die Möglichkeit gibt, ins Paradies zu kommen. Selbst der an einem Ort geboren wurde, wo er nichts anderes gelernt hat, außer dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Denn das bedeutet nicht, wenn man glaubt, dass ihm ein Prophet getötet wurde, gefoltert wurde, das führt noch lange nicht logisch und rational dazu zu glauben, dass der getötet wurde, Gott ist. Ganz im Gegenteil. Und im Jemen? Wie und im Jemen? Was und im Jemen? Okay, gut. Ich wünsche euch was, Brüder und Schwestern, das war die Botschaft für heute. Macht's gut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.